Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Macht euch einen schönen großen Kaffee oder Tee oder Kakao, denn heute wird es ein schönes, langes Video werden. Wir schließen heute gemeinsam das April-Budget ab. Es war ein richtig gutes Budget und ich glaube, das ist das erste Mal in der Geschichte meines Kanals, dass ich einfach sagen kann, ja, es war ein richtig gutes Budget, es war ein richtig guter Monat. Ich bin wirklich stolz auf uns, was wir da geschafft haben und freue mich wahnsinnig auf das Ergebnis, denn ich weiß jetzt schon, dass es ein Plusergebnis sein wird, beim Budgetabschluss zumindest. Die Sinking Funds sind ein bisschen im Minus, aber auch nicht dramatisch. Lasst uns gemeinsam starten, aber erstmal ein großer, großer Schluck davon. So, los geht's. Wie ihr wisst, habe ich diesen Monat wirklich fleißig verkauft. Es ist immer wieder eine Hemmschwelle, die ich überwinden muss, um das zu starten. Aber wenn es dann mal gestartet ist, dann läuft es eigentlich sehr, sehr gut. Ich stelle meine Sachen immer so ein, also ich recherchiere vorher den durchschnittlichen Preis, den die Leute sich erwarten von dem gleichen Produkt deutschlandweit. Und dann setze ich mich so ein bisschen drunter, also einfach ein bisschen unter dem Durchschnittspreis, weil ich bin persönlich jemand, ich brauche einfach dann schnelles Feedback, schnelle Verkäufe. Ich mag die Sachen dann nicht 2, 3, 4 Monate oder gar länger hier zwischenlagern, darum geht es mir nicht. Ich muss jetzt nicht den maximalen Profit oder sowas erzielen. Mir geht es ja eigentlich nur darum, ein bisschen Geld noch zurückzukriegen für diese Dinge, die einfach bei uns im Haus keinen Platz mehr finden. Und ja, das hat wirklich gut geklappt diesen Monat und ich hoffe sehr, dass ich das nächsten Monat weiterführen kann. So, bevor ich euch noch weiter auf die Folter spanne, zeige ich euch gleich mal, wie viel da letzten Endes bei rumkam. Aber ich möchte noch die zweite Seite vorher verdecken, damit wir das schön nacheinander wie gewohnt zusammen anschauen können. Aber auf einen Schlag seht ihr hier schon mal meine Verkäufe und meine Einnahmen dadurch. Ich hatte euch ja schon erzählt, dass ich an einer meiner Patrons ein Vintage-Paket geschnürt habe mit ganz, ganz vielen schönen Dingen, die dann runde 100 Euro dafür bezahlt hat. Mein Kleingeld habt ihr auch schon erfahren, 29 Euro, Playmobil, Fachbücher, die ich seit Studiumszeiten hier stehen hatte und ganz ehrlich nicht mehr reingeguckt habe. Guckt unbedingt, wenn ihr noch alte Bücher habt aus eurer Ausbildung oder Studiumszeit oder Schulzeit, was die noch wert sind bei eBay Kleinanzeigen, weil ich war selbst wirklich erstaunt, wie viel die noch eingebracht haben. Lego, dann nochmal 2 Fachbücher und Playmobil. Die Kindersachen, falls ihr euch wundern solltet, das Geld nehme ich ein, aber die Kinder wissen immer schon im Voraus, wenn sie mir die Sachen geben, was immer ewig her ist, dass sie dafür was Besonderes bekommen. Wie zum Beispiel, eine Zeit lang waren es immer Ninjago-Staffeln. Sie haben sich von Dingen getrennt, die sie nicht mehr benutzt haben. Ich habe die Sachen zwischengelagert bei uns im Keller oder auf dem Dachboden und habe ihnen dann zeitnah eine neue Staffel Ninjago einfach so gekauft, als Lohn sozusagen für diese Sachen. Das heißt, meine Kinder bekommen da immer was dafür. Ist nicht so, dass ich dann einfach das Geld annehme. Wobei ich sagen muss, auch das fände ich jetzt nicht dramatisch, wenn sich die Kinder von was trennen und man selber das Geld wieder einnimmt. Finde ich jetzt auch nicht dramatisch, muss jeder für sich selber wissen. Ich erinnere mich noch gern daran und hi Mama, falls du zuguckst, dass meine Mama immer erzählt hat, dass sie das so cool fand, weil sie damals eigentlich immer mit dem Verkauf der Geschenke vom Vorjahr, welche mich und meinen Bruder überhaupt nicht mehr interessiert haben, die Weihnachtsgeschenke vom neuen Jahr mitfinanzieren konnte. Und das finde ich eine super Sache, weil nachhaltiger geht es einfach nicht. Im besten Falle dann wieder gebraucht einkaufen und ja, ist doch wunderbar. So, wir rechnen mal aus, wie viel das insgesamt ist. Da bin ich nämlich wirklich stolz auf mich, dass ich da einfach das mal durchgezogen habe und so richtig viel dabei rumgekommen ist. Also, wir haben die 100 plus die 29 plus die 10 plus 18 plus 22 plus 17 und plus 10. Wir haben die 200 geknackt, das freut mich. Ich habe es mir natürlich schon gedacht, aber ich habe es nicht komplett ausgerechnet, weil ich sowas immer mit euch machen möchte. 206 Euro sind es insgesamt geworden. Das schreibe ich noch rasch auf. So, und das können wir gleich übertragen in unsere erste Seite hier. 206
bei den Verkäufen und ich muss natürlich diese 206 hier dazu rechnen. Die 6146 werden zu 6352. So. Hier unten hat sich nichts geändert, das hat alles gepasst. Die Sparraten wurden gespart, also das ist alles in Ordnung. Und jetzt geht's los und wir gucken uns die variablen Ausgaben an, die noch stattgefunden haben nach dem letzten Check-in bis jetzt. So, los geht's mit dem Essen. Wie ihr seht, gab es da nochmal einen Aldi-Einkauf, wie ich mir schon gedacht hatte. Von den 111 Euro gingen nochmal 77 weg, lauter Schnapszahlen hier, womit noch 34 übrig waren und dann gingen nochmal 43 weg, womit wir hier auf minus 9 sind. Aber das ist für mich letzten Endes ein perfektes Budget, 9 Euro hin oder her. Und ich bin wirklich stolz auf uns, dass wir das schaffen, mit den 700 klarzukommen. So, was Drogerie angeht, ich habe tatsächlich jetzt doch keine Bürste mehr gekauft, habe es aber jetzt stehen gelassen, weil das da hier ja auch schon da stand. Also ich trage hier einfach mal ein 0 ein. Ich hatte es noch vor, aber es ist jetzt auch nicht so zwingend notwendig. Wir haben ja Bürsten im Haus, aber ich hätte einfach gern eine zweite, nicht siepende Bürste für die Mila gehabt, damit wir nicht immer rumsuchen müssen, weil sie die erste halt verschleppt irgendwohin. Ich hätte gerne zwei, um dieses Suchen zu vermeiden oder die Suchzeit zu verringern. Ja, aber das dann nächsten Monat. Kur und Conditioner allerdings habe ich gekauft, womit noch 22 übrig waren. Hier bleibt es bei 22. Und hier gingen noch Feuchttücher ab mit 2 Euro. Und damit haben wir 20 Euro in der Drogerie-Kategorie noch drinnen, nur 10 Euro ausgegeben. Und das freut mich echt sehr. Wir kommen mit 30 Euro für Drogerie eigentlich super gut aus, was finde ich eh schon wenig ist. Liegt schlichtweg daran, dass wir eigentlich alle so dieselben Produkte benutzen. Wir haben da keine große Vielfalt mehr. Früher, also nochmal vor etlichen Jahren, hatten wir locker irgendwie 6 verschiedene Duschgels, 5 verschiedene Shampoos und ich vor allem auch, ne, mit meinen Locken, mit denen ich ja auf Kriegsfuß stehe, habe immer den Versprechungen der Werbung geglaubt und gedacht, vielleicht ist genau dieses Shampoo und genau diese Spülung und diese Kur das, was ich brauche, damit ich meine Haare endlich liebe und sie toll finde. Aber ja, das gibt es halt einfach nicht. Es ist die Struktur der Haare bleibt einfach gleich. Mal sind sie besser, mal sind sie weniger gut. Und ich benutze gute Produkte dafür, aber ich erwarte mir jetzt keine Wunder mehr und experimentiere dann nicht mehr und habe auch einfach nicht mehr die Muße und Zeit, da irgendwie mich großartig ins Zeug zu legen, ehrlich gesagt. Je älter ich werde, desto gemütlicher werde ich und friedlicher werde ich und desto weniger empfinde ich mich selbst als irgendwie Baustelle. Wisst ihr, wie ich meine? Wo ich irgendwie hier und da und dort was verbessern müsste. Es ist alles okay, so wie es ist. Auch bei Molly, seht ihr, bleiben 6 Euro übrig. Die hat zwar schöne Sachen gekriegt, aber ja, wir brauchten einfach nicht mehr. Das ist auch sehr schön. Dann geht es weiter, die Kategorie Freizeit. Da ist nichts weiter passiert, aber ihr habt ja gesehen, dass in der Kategorie mehr passiert ist. Wir hatten einen großen Kinobesuch, wo wir meine Nichten mit eingeladen haben. Das war mir einfach wichtig. Das fand ich einfach schön für die Kids und für mich. Das war dieser Super Mario-Film. Wir haben Schwimmbad, die Snacks im Kino habe ich vergessen gehabt, Eisdiele, Kaffeebesuch, chinesisches Essen. Also wir haben es uns einfach gut gehen lassen und ich finde 200 Euro für Freizeit ist jetzt auch keine dramatische Summe. Das ist ehrlich gesagt eine Summe, die ich anpeile, fest einzuplanen für Freizeit, damit wir einfach ja schöne Tage als Familie erleben können. Gut, dann Haushalt. Da hat es nicht so geklappt, wie ich mir das ursprünglich vorgestellt hatte, dass ich damit auch was ausgleichen würde. Aber dadurch, dass wir andere Kategorien noch hatten, wo wir im Plus waren und eben auch diese Zusatzeinnahmen hatten, war das überhaupt nicht tragisch. Ich habe nämlich tatsächlich nochmal 3 Schüsseln gefunden über eBay Kleinanzeigen, die ich für 10 Euro gekauft habe, die ich so, so, so schön finde. Das sind natürlich, logisch, wieder Vintage-Schüsseln, auch wieder so 60er Jahre, 70er Jahre in diesem Opalglas. Das ist tatsächlich von Pyrex und zwar von der englischen Pyrex-Variante, JAJ Pyrex heißt es, glaube ich.
Ich zeige sie euch gerade in einem Einspieler. Ich liebe sie sehr. Sie werden liebevoll von Hand gewaschen, damit sie keinen Dishwasher-Damage, keine Schäden durch die Spülmaschine bekommen. Und sie haben perfekte Größe für mich, für die Kinder, für Müsli oder Salat oder Suppe und passen alle direkt ineinander. Also ja, ich bin verliebt. Und was soll man da bitte schön sagen? 10 Euro inklusive Versand natürlich, ne? Finde ich, war ein echter Schnapper. So, wir gehen eins weiter runter. Die Fahrtkostenkategorie ist auch eine tolle Kategorie für diesen Monat. Und zwar hatten wir hier noch 210 Euro übrig. Und es wurde nochmal getankt für 158. Und da blieben dann die 52 übrig. Und ich bin nochmal mit dem Zug unterwegs gewesen. Ihr wisst ja, dass ich kein Auto habe, sondern alles mit Fahrrad und Zug erledige. Und da waren noch 45 Euro und die dürfen wir tatsächlich in den nächsten Monat mit reinnehmen. Dann noch mehr gute Neuigkeiten. Bis auf den einen Blitzer ist nichts passiert, wo ich meinen Puffer hätte angreifen müssen. Das heißt, auch da sind noch 100 Euro drin. Yeah, 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 yeah. Das können wir jetzt gleich mal übertragen und dann ausrechnen, wo wir letzten Endes bei rauskommen. Ich bin sehr, sehr, sehr aufgeregt. So, bei Essen haben wir statt 700, 709 Euro ausgegeben. Ah, das ist so schwierig hier zu schreiben. Die nehme ich jetzt mal eben raus, bevor ich mich die ganze Zeit ärgere, dass es so windschief wird. Also 709, das heißt, wir haben 9 in Pink. Dann bei Drogerie statt 30 haben wir ausgegeben 10 und haben 20 im Plus. Bei Molly haben wir 6 übrig. Zuerst die 6, also ausgegeben 24. Bei Freizeit haben wir 198 ausgegeben. Das heißt 98 im Minus. Bei Haushalt haben wir 29 ausgegeben, was heißt 1 Euro im Plus. Bei den Fahrtkosten mache ich so rum, 45 übrig, bedeutet 455 ausgegeben. Beim Puffer haben wir 30 Euro ausgegeben und 100 Euro übrig. Und das Blow Money ist komplett weg, ne? Das 160 und hier 0. Gut, dann geht's ans Rechnen. Wir haben die 709 plus 10 plus 24 plus 198 plus 29 plus 455 plus 30 plus 160 sind 1615 und das wiederum wären 65 Euro, die wir weniger ausgegeben haben, als wir budgetiert haben. Jetzt gucke ich mal, ob das hier auch richtig ist. Die 9 ist im Minus, plus 20 plus 6 minus 98 plus 1 plus 45 plus 100 ist gleich. Ja, 65, ne? Seht ihr? Das ist das, was wir noch übrig haben. Und dann können wir gucken, wo wir insgesamt stehen mit unseren Zusatzeinnahmen natürlich auch. Also, wir haben 6.352 Euro Gesamteinnahmen minus 2.791 Fixausgaben minus 400 Euro für die fixen Sparraten, minus, das ist das, was wir eingezahlt haben, naja, 1.275 Euro für die Sinking Funds, minus 1.615 Euro, die wir ausgegeben haben bei Variable, ist gleich 271. 271.
Ihr müsst, ihr würdet es wahrscheinlich sagen, ist ja logisch, du hast deine Verkäufe und plus die 65. 271, mit denen ich in den nächsten Monat reingehen kann. Und das freut mich wirklich sehr. Das ist super und wird uns einfach richtig gut tun. Vor allem, weil ich auch denke, dass von meiner Seite aus den Monat nicht so viel kam. Also ja, alles wunderbar. Ich glaube, ich habe tatsächlich nichts hier, wo ich das reinschreiben könnte. Das heißt, wir machen hier unten noch schnell was mit Budgetabschluss, wobei ich eigentlich immer nur dieses Blatt hier aufbewahre. Wir müssen es hier machen. Dann mache ich dieses Washi hier weg, so leid es mir tut. Mein Spiegelei-Washi, was glaube ich eigentlich kleine Blümchen sein sollen, aber ich hebe mir das auf, weil das hat exakt die richtige Größe für so eine Seite. Macht ihr das eigentlich auch? Ich bin bei sowas, ja, ich würde das jetzt irgendwie nicht zusammenknüllen, wenn ich nicht müsste. Ich mag das Washi so gerne und ich möchte vorsichtig damit sein, dann kann ich es nämlich nochmal verwenden. Wenn es sich nur nicht so einkringeln würde. So, jetzt pappe ich hier an den Tisch, dann wartet es. So. Budgetbilanz. Und da haben wir 271. Yay! So, damit wäre das schon mal abgeschlossen. Jetzt switchen wir rüber in eine Kategorie, wo es nicht ganz so super duper positiv ist. Das sind die Sinking Funds, aber auch die sind nicht dramatisch. Vorher jedoch noch einen schönen großen Schluck davon. So, gut, wir gucken in die Sinking Funds rein. Ich habe tatsächlich nochmal spontan eine Leggings mitgenommen und zwar aus einem Laden hier im Ort. Der hatte nämlich so eine Rabattaktion. Das ist so eine gefütterte Leggings, eigentlich so eine Mischung aus Cordhose und Leggings. Das heißt so ein bisschen stabiler, aber so weich, dass die Mila es noch akzeptiert. Die ist ja so ein bisschen eigen, habe ich euch ja erzählt, ne? Dass die Sachen müssen sehr, sehr weich sein. Sie mag das zum Beispiel nicht. Sie mag keine Reißverschlüsse spüren oder auch Druckknöpfe. All das ist ein komplettes No-Go für sie und das respektiere ich absolut, weil ich kann es total verstehen. Ich zum Beispiel würde Qualen über Qualen durchstehen, müsste ich einen ganzen Tag lang einen Rollkragenpullover tragen. Ich kann es nicht ertragen, wenn ich am Hals irgendwas habe, also wenn da was hochgeht. Ja, auf jeden Fall habe ich die noch mitgenommen, womit wir hier aber 38 Euro im Minus sind. Da müssen wir dann wieder schön ausgleichen im nächsten Monat. Und das übertrage ich jetzt auch gleich mal in unsere Sinking Fund Tabelle, denn ich möchte ja jetzt immer wirklich alles eintragen, damit eure Monks komplett zufrieden sind. So, wir hatten 30 Euro im Minus. Na, das Kleidung ist so eine Kategorie, da muss ich draus lernen, da muss mehr rein. 130 haben wir reingepackt, womit dann am Schluss natürlich 100 Euro drin waren. Ausgegeben haben wir jetzt allerdings wieder 138 Euro, denn wir sind 38 Euro über Budget, ne? Von über Budget, was reingepackt, wieder zu über Budget. Naja, so weiter geht's mit, machen das mal Kategorie für Kategorie, sonst wird es ein bisschen zu unübersichtlich für euch. So, weiter geht's mit Schule, da haben wir noch 2 Euro drinnen, damit kann man natürlich nicht so viel anfangen. Wir hatten 3 Euro drinnen, es wiederholt sich alles, ne? Seht ihr das? Haben 275 reingepackt, ne? Hatten dann letzten Endes 278 Euro drin, aber nur so viel, weil wir den Kurs von Kilian gezahlt haben. Jetzt haben wir noch 2 Euro drin, das heißt, wir haben ausgegeben 276. Genau. Dann geht es weiter zur Gesundheit. Da ist auch exakt das gleiche Spiel. Ne? Ich sollte mir das mal komplett farbig hervorheben. Einfach, um mir das nochmal so bewusst zu machen. Ich hoffe, hier verschmiert jetzt nichts deswegen. Aber das hier ist eine Sorgenkategorie und Gesundheit ist eben auch so eine Sorgenkategorie. Da muss mehr rein, weil sonst spielen wir hier irgendwie und täglich grüßt das Murmeltier, weil immer dasselbe passiert.
So, also, wir sind mit minus 56 in den Monat gestartet, haben 96 reingepackt, hatten demnach 40 Euro im Budget drinnen. Übrig haben wir am Ende nichts mehr. Im Gegenteil, wir haben 29 Euro im Minus. Das heißt, wir haben 69 Euro insgesamt ausgegeben. So. Dann weiter geht's zum Budget House. Hier ist noch was passiert. Da habe ich dann auch noch einen sehr, sehr schönen kleinen Einspieler für euch. Ich habe nämlich ein Kästchen gekauft über eBay Kleinanzeigen für 15 Euro, weil ich hier am Schreibtisch was gebraucht habe, um meine Unterlagen einfach zu sortieren. Ich wollte nicht immer rüberlaufen müssen zur türkisen Kommode. Das ist einfach umständlich, ne? Wenn ich dauernd hin und her laufen muss, das kostet sehr viel Zeit. Und da habe ich längere Zeit gesucht und habe jetzt was gefunden, und zwar was richtig schön Wertiges mit Holzschubladen und einem Blechcontainer außenrum. Ich wollte nichts Neues kaufen und ich wollte einfach auch was, was langlebig ist. Und ich wollte was, wo ich die Schubladen rausziehen kann komplett, um sie mir auf den Schreibtisch draufzustellen. Weil ich habe in einer dieser Schubladen zum Beispiel auch meine Stickersammlung drin und da möchte ich ja drin kruschen und kramen. Ja. Das waren meine Bedingungen, also es sollte halt von dem Material her einfach was hermachen und gerne schon älter sein, weil die älteren Sachen einfach sehr viel länger halten, sehr viel besser verarbeitet sind. Und das habe ich eben gefunden, nur war das Aussehen noch nicht so mein Geschmack und ich wollte es einfach so gestalten, dass es schön zu meinen anderen Sachen hier passt. Ihr wisst ja, Pastell, ne? Und deswegen habe ich gedacht, mache ich das selber. Ich habe ja schon sehr oft alte Möbel geupcycelt. Wie macht man das englische Verb in dieser Form? Keine Ahnung, aber ihr wisst, was ich meine. Und deswegen habe ich Farbe gekauft und ich habe auch Knäufe gekauft. All das hat mich insgesamt 37 Euro gekostet. Und jetzt seht ihr gleich einen Einspieler, was denn aus dem Kästchen geworden ist mit einem wunderbaren Vorher-Nachher. Viel Spaß! Das ist richtig schön geworden. Ich liebe es sehr. Es ist jetzt ein richtiges Einzelstück und ja, ich bin vernarrt. Es ist so praktisch und so schön und passt hier so wunderbar rein. Ja, kann ich echt jedem nur empfehlen, bei eBay Kleinanzeigen zu schauen, was es so gibt in eurer Nachbarschaft. Und wenn ihr euch diese Sachen anschaut, dann versucht nur die Formen wahrzunehmen. Nicht die Farbe, nicht die Knäufe und so, weil das könnt ihr alles so gestalten, wie ihr das gerne möchtet. Und ja, dann habt ihr halt auch so ein richtiges Einzelstück. So, jetzt gucken wir aber, wie viel wir da ausgegeben haben. Ich mache nochmal die Rechnungen, damit alles komplett ist. Wir hatten die 29 und da gingen dann die 12 ab für die Knäufe. Das war andersherum, ne? Zuerst das Kästchen und dann Knäufe, weil ich kaufe ja keine Knäufe und Farbe, bevor ich überhaupt ein Kästchen habe. Aber ich habe es halt so rum reingeschrieben. Da waren noch 17 übrig. Dann hatte ich 10 Euro für die Farbe, damit waren noch 7 Euro übrig und 15 hat das Kästchen gekostet, womit wir hier leicht über Budget, ups, da ist er, sind mit 8 Euro im Minus. So, jetzt können wir das auch eintragen. Wir haben hier 8 Euro im Minus. Seht ihr das? Nein, ganz knapp nicht mehr. So, jetzt seht ihr das. Das heißt, wir haben 338 plus diese 8 ausgegeben. Da war ja die Kosten der Steuerberaterin waren damit drin. Das wiederum bedeutet 346 haben wir hier ausgegeben. So, dann geht es weiter zur Reparatur. Da gab es ja eine neue Maus für 10 Euro. 10 haben wir ausgegeben und 10 Euro haben wir da noch drin in der Kategorie. Haus markiere ich mir jetzt auch mal, ne? Weil was anfängt mit Pink und endet mit Pink, ist auf jeden Fall eine Kategorie, die ich im Auge behalten möchte. Dann bei Feiern sind wir nochmal gut ins Minus gegangen. Ist absolut meine Schuld. Ich bin wirklich
blöde, denn mein Papa hatte Geburtstag und Geburtstage weiß man, ne? Und da kann man eigentlich drauf sparen. Ich muss wirklich zugeben, ich hatte nur noch Geburtstag von Mila im Kopf. Das hat irgendwie alles andere so überschattet. Und ja, mein Papa und die Mila teilen sich einen Geburtstagsmonat. Und natürlich haben wir gefeiert und natürlich waren wir essen. 95 Euro hat es gekostet. War mega. Wir waren beim Chinesen und haben an so einem runden Tisch gesessen, wo in der Mitte so eine runde Drehscheibe ist. Und das war das erste Mal, glaube ich, dass die Kinder an so einem Tisch saßen. Ihr könnt euch vorstellen, wie viel Spaß sie damit hatten, das immer hin und her zu drehen. Haben unsere Sachen draufgelegt und dann so ein bisschen Glücksrad gespielt und geguckt, wer was kriegt. Also wir haben dann so strategisch zum Beispiel eine Taschentücherpackung, einen Geldbeutel, ein Handy, die Sojasauce und so hingelegt und haben dann, ja, hallo, Kaffeemaschine. Ich warte kurz. So, ja, wir haben dann auf jeden Fall gedreht, das Glücksrad und geguckt, wer was kriegt. Ne? Also es war einfach nur sehr witzig und schön. 95 Euro, womit wir hier 104 Euro im Minus sind. Da muss ich natürlich ordentlich ausgleichen. Ja, das habe ich einfach verplant. Komplett verplant. So, 104 ist hier der Endstand. Ne? Fing auch an mit Pink. Also das zieht sich hier wirklich durch, dass es immer die gleichen Kategorien sind. 40 hatten wir. Das heißt, wir haben 104 mehr, also 144 ausgegeben in der Kategorie. So. Gut, dann gibt es rüber zu Vorrat. Hier haben wir noch 6 Euro drinnen. Das heißt, 104 haben wir ausgegeben. Bei Tierarzt kann ich gleich sagen, dass wir nichts ausgegeben haben. Ich muss jetzt einfach mal diesen Termin machen. Meine Tierärztin war im Urlaub, wie es immer so ist. Wenn man dann endlich mal anruft, dann ist die nicht da. Aber das wird noch erledigt. Den Urlaub Sinking Fund werde ich jetzt erstmal so stehen lassen und das nicht eintragen. Jetzt mache ich euch neugierig, aber ja, ich mache selber einen kleinen Roadtrip, den ich spontan mir einfach überlegt habe. Der hängt auch zusammen mit einer eBay-Kleinanzeigen-Geschichte, die ich euch aber noch erzählen möchte. Das alles in einem anderen Video, aber ich lasse das hier frei, denn hier wird tatsächlich ein bisschen was für mich abgehen. Und da freue ich mich drauf. Das wird mein vorgezogenes Geburtstagsgeschenk an mich selbst. So, was wir aber noch angucken, ist Freizeit. Das ist aber auch simpel. Hier ist nämlich nichts passiert und da ist auch nichts drin. Also nicht ganz so spannend. So, ich hoffe, eure Monks werden mir verzeihen, wenn ich die Gesamtsummen hier noch nicht eintrage, weil ihr wisst, dass hier noch was passieren wird. Das heißt, das machen wir dann zusammen, wenn ich euch das Video zeige und euch erzähle, was da passiert ist. Gut, das heißt, wir haben es eigentlich soweit hinter uns. Wir haben alles geschafft. Ich zeige euch vielleicht mal den aktuellen Stand meiner Sparkategorien, meiner Zwangssparkategorien. Da haben wir nämlich Weihnachten, was auf 201 Euro steht. Oh, bei der Gelegenheit, das Keramikbäumchen, dieses hier, kam an. Das zeige ich euch auch schnell in einem Einspieler. Es ist so schön und ich freue mich schon so, dass mein Keramik-Lichterwald gewachsen ist und das wird einfach so mega, mega toll ausschauen an Weihnachten. Genau. Und bei Heizen sind 22 Euro drin, weil wir da ja erst die Heizölbestellung hinter uns hatten. Bei Auto läppert es sich langsam, was mich super freut. 475 haben wir da. Und im Emergency Fund sind 1810 Euro drin. Genau. Das war mein Budget für den April, mein Abschluss. Ich freue mich wirklich riesig. Ich freue mich, dass wir mit einer schönen Summe in den nächsten Monat reinstarten. Damit dürfte auch der Ausgleich von diesen Summen hier kein Problem sein. Und ja, wie immer freue ich mich sehr, von euch zu lesen, zu hören, wie euer April so lief. Und wir sehen uns natürlich ganz, ganz bald mit der Erstellung des neuen Budgets, mit einem Video rund um diese mysteriöse Reise mit Cash Stuffing diesen Monat auch endlich wieder mit einem Kubo Budget. Es wird einfach viel passieren in den nächsten Tagen. Ja, bis dahin wünsche ich euch noch einen wunderbaren Tag. Passt auf euch auf, bleibt gesund und bis bald. Ciao!